Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf dem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdom Come. Und wir befinden uns in Ratai und versuchen jetzt ins Pfarrhaus zu kommen, um diese Würfel zu klauen, die wir ja brauchen, um zu beweisen, dass wir diesen Pius gefunden haben und ihn auch getötet haben. Dabei haben wir ihn ja natürlich nur geboxt. Wie ihr seht, war ich am Kerker. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach so da reinkommen. Man muss uns ein bisschen komisch angucken. Was tust du hier? Dann müssen wir uns einmal umziehen hier, glaube ich. Pass mal auf. So, also. Ah. Ganz kurz, können wir ablegen. Ja, schon aus wie ein Ritter, ne? Schlappen. Die richtigen Schuhe jetzt an, ne? Die Schlappen wollen wir nicht anhaben. Na gut, jetzt sehen wir doch schon wieder aus wie ein Mensch. So, jetzt können wir, glaube ich, da reingehen. Testen wir zumindest mal. Moin. So, wir müssen zum Pfarrhaus kommen. Das Gute ist, wenn wir jetzt im Kloster waren, haben wir ja so ein bisschen gesündigt. Vielleicht reicht das ja schon. Der Ruf ist ein bisschen schlechter geworden, aber das können wir nicht ändern. So, wo das Pfarrhaus ist, weiß ich gar nicht, aber das rote A, also nicht das große Wappen A, sondern das A, das Schild A, zeigt mir den Weg. Habe ich noch Kohle? Und nicht mehr so viel, ne? Macht aber nichts. Da ist das Pfarrhaus. Und da ist ja... Also muss er hier sein bei der Kirche überhaupt nicht mal. Ah, guck mal. Wahrscheinlich hier drin. Gehen wir mal rein. Ach, können wir nicht direkt reinkommen. Was denn? Die Klappe, du blöder Köter. Okay. Wir müssen da irgendwie rein ins Pfarrhaus anscheinend. So ein braver Hund. Vielleicht können wir auch mit dem Pfarrer reden hier. Mal fragen wir mal nach. Dann brauchen wir uns nicht nacken. Vielleicht kann man das auch irgendwann reden. Alex, wer ist denn Alex? Gott sei mit dir. Und mit dir. Möge Gott über dich wachen. Verschmähe nicht unser Gebet in unserem Leben. Guten Tag, wie kann ich helfen? Wie behagt dir das Leben in Ratai? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Okay. Gott behüte dich. Bauen wir mal den. Sondern erlöse uns jederzeit. Agnes, kann sie helfen? Gott sei mit dir. Wie kann. Alles Gute? Ja. Ich habe bloß keinen Bock, da einzubrechen, weil dann müssten wir schon wieder in den Nast vielleicht. Machen wir den Pfarrer mal. Was ist Herr Hanu? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. Mist. Gehab dich wohl. Mist. Ist die Frage, ob wir einfach da hingehen und das machen? Kann eigentlich keiner sehen, ne? Oder warten wir bis zum Abend? Könnte ich auch machen. Nehmen wir was Leckeres zu essen für ihn? Wir essen mal kurz was und dann... Ah, können wir nicht geben, okay. So kommen die alles rein, ne? Aber hier ist ja keiner drin. Wahrscheinlich eher im hinteren Bereich vom Haus, okay. Was stand da in der Quest? Offensichtlich hast du einige wichtige Dinge bei der Leiche zurückgelassen. Der Totengräber hat sich um die Leiche gekümmert und die weltlichen Hartigen ins Rataia Pfarrhaus gebracht, wo sie uns sicher verwehrt werden. Du kannst sie dort erholen. Hm.
Hallo. Schöne Maid. Wir gehen jetzt gerade. Wir gehen auch mal. Wir lassen es mal spät abends werden. Vielleicht können wir abends dann irgendwie da besser reinkommen. Wenn der Fahrer nicht da rumläuft, aber ich glaube, der läuft nicht mehr da rum, dann. Eigentlich sollte er dann ja auch pennen. Hoffe ich zumindest. Falls nicht, ist das blöd. Aber wir schauen mal. Habt ihr Bock, mehr Videos zu sehen? Dann klickt doch einfach mal abonnieren. Ich mache nicht so gern Werbung, aber ich finde, zwischendurch muss mal Werbung sein. Weiß auch nicht, wie ich sonst den Kanal bekannter machen soll. Dann lieber so. So, ich bin gespannt. Da liegt noch Licht. Ist der Hund noch da? Nee. Hier drin ist Licht. Gucken, ob der Fahrer da ist. Nee. Hier ist auch keiner, ne? Da drin jemand? Wir gucken, ob da drin jemand ist. Was ist denn hier? Okay, sollen wir versuchen zu knacken? Ich würde sagen, ja. Kommt denn da jetzt angetackelt? Wer geht denn so spät noch in die Kirche? Ist ja Quatsch. Was macht sie denn hier drauf? Also geht da rein, okay. Wir suchen es mal. Also. Ist nicht euer Ernst. Nee, es geht nicht so. Wo ist Digga? Da, ne? Okay. Wir haben es geschafft. Dann gehen wir mal rein. Schloss knacken oder kann ich hier einfach die Sachen rausholen? Scheint nicht. Okay, wir müssen mal gucken, was hier war das? Was ist das? Du hast hier nichts zu. Wir reden kurz. Gott sei mit dir, werter Herr Ritter. Okay, kann ich. Lebe wohl. Was willst du hier? Hau ab, sonst rufe ich die Wachen. Welchen Teil? Ich hau ja schon ab. Um Himmels Willen! Da! Da drüben! Hilfe! Da drüben! Oh, shit. Du da! Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Jetzt bekommst du, was du... Das ist natürlich dumm. Nix da. Spiel nicht den Dorftrottel. Du bist da rumgeschlichen, wo du nichts verloren hattest. Und du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird... Was machen wir? Du machst einen großen Fehler. Hältst du mich für so dumm, dass ich auf so... Mist. Ich habe nicht genug Geld. So viel habe ich nicht. Tja, dann... Och, dann sperren wir uns doch mal ein. Bewegung! Ich hoffe, du Gib mir die gestohlenen Sachen und zeig her... Ich habe doch nichts gestohlen. 4 Tage muss ich jetzt sitzen. Leute, also irgendwie, gerade wird es ein bisschen eng.
Hätte ich mal gleich die Dinger behalten hier, diese... Die Würfel. Aber wie soll ich die jetzt bekommen? Die müssen ja irgendwo da drin sein. Oder nicht? Blickt das nicht? Ja, weiß nicht, was wir jetzt machen. Mein Gott, die Tage vergehen auch wie im Flug hier. Das ist gleich schon wieder im Kerker. Wie behindert ist denn das? Oder? Ärgerlich. Oh. Das ist ja blöd. Ganz ehrlich, das ist doch bescheuert. Die bin ich überladen. Was habe ich denn da noch? Okay, das können wir fallen lassen hier. Mönchskutte brauche ich nicht mehr. Jetzt nehmen wir schnell was. Okay. Sollen wir mal da reingehen? Die Backen, du Kackhund. Ah, die pennt auch noch. Verwahrt er das da in der Truhe auch vielleicht? Man weiß es nicht. Ach, wie kommen wir denn da jetzt ran? Da kann ich mit ihm hier reden vielleicht. Ich. Da hab dich wohl. Was machen wir denn da jetzt? Ich will dich beklauen. Das klappt bloß nicht. Ein paar Stunden weiter. Ey, das ist doch blöd. Was mache ich denn da jetzt? Wie kommen wir denn da ran? An dieses bescheuerte Würfelteil. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Vielleicht können wir auch direkt zu A laufen und dann brauchen wir es gar nicht. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Da braucht ihr einen Beweis. Ey, es ist doch echt. Das ist wirklich schwierig gerade, weil ich nicht genau weiß, wie wir das machen sollen. Überrumpeln können wir die Leute ja auch nicht. Ich kann die auch nicht alle töten, da. Helft eurem Nachbarn. Diesen Hund, der nervt auch einfach nur. Ich soll den Hund töten.
Gib es nicht für Fusel aus. Ach, das Gott es dir vergelten. Mann. Es gibt Nacken, geh erstmal weg. So blöde Hund da nervt uns. Ich hab alles verloren. Mein Heim, meine Familie. Beran, was ist los mit dir? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für. Ärger zu Hause? Du hast uns gehört, wie? Sie ist ein gutes Weib. Normalerweise streiten wir nicht, aber Gott stellt uns zurzeit auf eine harte Probe. Kann ich irgendwie helfen? Kann ich euch irgendwie helfen? Man kennt mich hier. Ich habe einigen Leuten geholfen. Du hast recht. Die Leute reden gut über dich. Danke. Na gut, ich sag's dir. Als ich aus Scarlets geflohen bin, habe ich ein paar Wertsachen unter einem Taubenschlag vor unserem Haus versteckt. Du weißt, wo es ist, oder? Ja, aber unter einem Taubenschlag? Siehst du, darauf wärst du auch nicht gekommen. Die Münzen kämen uns jetzt jedenfalls sehr gelegen. Allerdings traue ich mich nicht zurück. Würdest du vielleicht... Ja. Natürlich. Ich versuche, euch die Sachen zu bringen. Hab vielen Dank, Heinrich. Lebe wohl. Ich bin Spiel gespeichert, das ist natürlich... Hungrig. Was ist er denn hier? Ja, ist doch gut, dass, dann können wir doch direkt reingehen jetzt. Okay, warte mal. Ah, Mist. Mal. Nee, warte. Shit. Nicht, dass wir brauchen. Person Nummer das hier. Wo soll das denn sein hier drin? Da drin? Kannst du auch nicht sagen, oder? Oh, fuck. Ah, was ist denn das für Kack? Warte mal. Ja, warte mal. Hä? Ich weiß nicht, wie viel Dietrich ich noch hab. Das ist das Problem.
Komm schon. Oh, nee. Keine Dietriche mehr, ne? Ach, fuck. Muss hier sein, irgendwie. Ja, aber ich bin doch hier richtig, oder nicht? Oder ist es wirklich da drin, in dieser Kiste von der Tante da? Tatsächlich, ne? Ey, es gibt doch echt keine Dietriche mehr, das ist doch bescheuert. Das könnte mich gerade richtig aufregen. Tatsächlich hier drin, dieses Ding. Wie kacke ist denn das? Ja, ist da eine scheiß Truhe drin und wir haben keine Dietriche mehr. Ja, kaufen können wir uns, glaube ich, auch keine, denn wir haben auch keine Kohle mehr, oder? Ich gehe nochmal gucken. Nee, ich glaube, wir kriegen hier auch keinen. Ach. Wie blöd! Brot, frisches Brot, ja. Leckeres Brot, Semmeln und Brezeln. Beste Grüße. Ja, ich will handeln. Möge Gott über dich wachen. Die Speisen des Herkules. Besen für die Stube, Rechen und Hacken für den Acker. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Greif zu. Gucken wir mal bei ihm. Können wir ihm noch ein paar Dietriche kaufen? Alles Gute. Dass so eine Truhe hier aber aufhauen kann, ne? Das wäre so ein cooler. Aber jetzt haben wir keine Dietriche und nichts. Ihr sitzt im Dunkeln. Fackeln erhellen eure Stube. Okay, was wir machen können, ist natürlich, wir können natürlich trotzdem versuchen, das zu machen, ohne. Das machen wir jetzt auch einfach. Wir werden jetzt einfach mal. Ja, wir werden jetzt einfach direkt dahin eiern. Scheiß auf dieses blöde Ding, was wir brauchen. Vielleicht können wir es ja auch so hinkriegen, ohne. Ich glaube zwar nicht, aber wir suchen es trotzdem mal. Weil irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Und wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist echt ärgerlich gerade. Muss ja irgendwie funktionieren. Oh, machen wir das? Da stößt du bei einer Leiche. Oh, wir gehen da erstmal nicht hin. So, wir können erstmal dahin reiten. Hallo, Pebbles. Ja.
ist zu tief. Kann ich schwimmen? Kann ich tatsächlich nicht. Schade. Boah. Oh, ich fast ertrunken. Okay, wir müssen gucken, wo da hinten. Oh, Jesus. Ich könnte etwas Schlaf gebrauchen. Ja, stimmt schon. Kriegst du auch schon noch, aber nicht jetzt. Müssen wir hier einmal rüber. Die andere Seite. Ich glaube, können wir hier rüber gehen, oder? Komm, dann gehen wir hier links. Heieiei, bin ich so kaputt schon? Anscheinend. Bin ich auch noch fest irgendwo. Hängt der jetzt hier fest? Mich verarschen. Okay, schlafen ist auf jeden Fall. Und ich sich einfach hier auch irgendwo hinlegen kann, das ist ein bisschen schlecht. Finden wir gleich ein kleines Lager oder so. Nicht? Mal sehen, wo wir da landen. Oh, guck das an. Ja, ich hätte mich, glaube ich, noch mal Ratzen legen müssen. Hätte ich jetzt nicht mehr daran gedacht. Wäre nicht so gut, vielleicht soll ich doch ein bisschen schlafen. Dies scheint der Ort zu sein, von dem Sie sprachen. Ah, benutzen wir mal, machen ein Signal an. Mal sehen, was passiert. Jetzt kommen die schon gleich und jetzt wollen sie die Würfel sehen, die habe ich nicht und dann, naja. So wird es sein. Hat er sich gerade schlafen gelegt? Das wäre ein Highlight. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir dich etwa geweckt? Kurva. Müsst ihr euch wie Diebe an mich heranschleichen? Wir sind Diebe. Außerdem mussten wir sicherstellen, dass dir niemand folgt. Und du uns keine Falle stellst. Aber genug der Plauderei. Reden wir übers Geschäft. Oh, jetzt geht's los. Die Würfel haben wir nicht. Im Kloster gab es wohl etwas Ärger, wie wir hörten. Die Frage ist nur, war es wie vereinbart? Hast du den Kerl für uns erledigt? Ja. Glaubst du, ich würde sonst hier sitzen? Was weiß ich? Tölpel gibt es zur Genüge. Es ist getan. Hast du Beweise? Ach, shit. Er hatte nichts bei sich. Kein Geld, nichts. Also hast du ihm den Hals umgedreht und nichts gefunden? So ein Pech aber auch, nicht wahr? Ich hatte ebenfalls nichts. Die Novizen müssen all ihr Hab und Gut abgeben, sobald sie das Kloster betreten. Also weißt du gar nicht, ob du dem Richtigen den Hals umgedreht hast? Ich frage mich, ob du überhaupt gemordet hast. Dann geh doch hin und hör dich um. Alle werden dir von dem Mord berichten. Damit ich in eine Falle tappe? Vergiss es, Junge. Ich habe eine viel bessere Idee. Jetzt kommt. Tötet den Bastard! Trau dich doch! Hä? Was soll das? Ach man, das ist ja jetzt blöd. Ja, das ist natürlich dumm.
Gibst du schon auf? Herrgott! Na, das war's. Ja, was soll man denn da machen? Also, das war echt blöd. Aber hätte ich nicht anders machen können. Weiß auch nicht, wo wir jetzt starten. Nochmal da hingehen müssen wir wahrscheinlich vorher schlafen. Ja, wir haben das ja schon Okay, dann machen wir es anders. Dann gehen wir gleich da rein. Wenn der Köter weg ist. Und dann haben wir noch die anderen Fundsachen dann da. Die anderen. Aber noch Dietrich, meine ich. Dietrich haben wir noch 5 Stück. Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich nur das eine Schloss knacken, weil wir wissen ja, die anderen machen keinen Sinn mehr. Aus Galitz stamme ich und. Probieren es mal. Und gleich Tür wieder zu. Zu. Versuchen wir es nochmal zu öffnen hier. So, mal gucken. Wo war das Ding? Hier. Hier. Okay. Och Mann. Das ist auch immer. Einige Schlösser gehen leicht und einige sind immer voll schwer, finde ich. Halt. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Komm, dreh doch weiter. Warum dreht das Ding nie weiter? Das ist total nervig. Nee, warte mal. So. Das gibt's doch nicht, ey, dass ich das nicht hinkriege. Oh. Ich kriege das echt nicht hin, ich bin zu blöd dafür. Die anderen Schlösser gingen doch, das hier ist echt. Warte mal. Wieso geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Warte mal. War es uns aber egal. Wir laden jetzt einfach das letzte Spiel wieder. Weil, sonst. Ich habe ja keine. Ich habe ja keine Dietriche mehr. Das heißt, wir müssen die ganze Zeit immer wieder hingehen und das nochmal machen. Ist doch auch bescheuert, dass das nicht klappt mit diesen Dietrichen. Wo ich das will. So. Ich weiß, jetzt versuchen wir es nochmal. Leicht steht da vor allen Dingen. Okay, es ist immer woanders, wenn ich da hingehe. Das ist also Zufall. Okay. Alter, ich war doch fast dran. Nochmal. Warum geht das nicht weiter runter? Das verstehe ich gar nicht. Echt nicht. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das kommt auch immer drauf an, wo man direkt anfängt. Sonderbare Würfel, da haben wir sie. Den nehmen wir gleich mit. Und Verband nehmen wir noch mit. Okay. Jetzt aber raus hier. Oh, gut. Haben wir. Müssten Sie uns das erlauben? Dann lass uns doch mal wieder hin eiern. Ist ein bisschen blöd, dass wir durch den ganzen Weg nochmal dahin reiten. Aber irgendwie muss es ja klappen. Oh. Müssen aber erstmal schlafen eigentlich. Ja. Mal kurz.
Hat sie nicht irgendwo so einen Schlafkram, wo wir pennen können? Nur falls wir wieder kämpfen müssen. Da ist doch so ein Lager da unten, ne? Aufhören. Schnell Reise hin zum unteren Tor. Brauchen wir nicht hinlaufen. Und dann gehen wir unten ratzen kurz. Das ist ja da unten. Der Eva ist super hungrig. Bloß wenn es normal passiert, können wir uns auch gleich schon mal ausrüsten hier. So. Und dann können wir, guck mal, unten wartet unser Pferd auch sogar noch. Wir legen sie jetzt mal pennen. Genau. Und dann sind wir eigentlich schon ein gutes Stückchen weiter. Gucken, wie lange wir schlafen können. Wir müssen aber schon ausruhen und sind auch echt müde. So, 8 Stunden sind aber okay, ne? Schauen wir mal. Gut, Zeit läuft. Dann machen wir eine Schnellreise hoch zu der Ecke da. Essen aber kurz noch was hier, ne? Wir sind auch nicht mehr so satt, wie man sieht. Aber dann haben wir ja den Beweis, dass wir was gemacht haben. So, gespeichert wird erstmal hier. Das ist schon mal gut. Ihr seht, haben wir Hunger. Hier war aber noch ein kleiner Pott. Ich hoffe, ich kann da noch was draus essen. Seht euch mal gut. Geht hier herum. Dürrfleisch. So, wir futtern was. Perfekt. Hungrig sind wir also nicht mehr so richtig viel zumindest. Und jetzt da hoch. Ja, ihr seid dabei, wie ich auch die ganze Zeit Fehler mache und alles, aber es gehört ja dazu. Ich meine, wenn ich jetzt immer zurechtschneiden würde, wo ich alles richtig mache, wäre auch langweilig. Und das wollte ich bei diesem Spiel auch nicht. Mache ich bei anderen Spielen, mache ich das zwischendurch, dass ich mal ein paar Schnitte setze. Aber hier eigentlich nicht. Hier finde ich es ganz cool, wenn man komplett dabei ist. Also alle sind dabei sind, wenn sie das sehen. Weil wenn man das spielt, wird es nun mal auch immer so sein. Kann natürlich schon langweilig sein, man kann ja mal vorspulen, ne? Aber so ist es halt. Es läuft nicht immer alles so, wie es soll, ne? So ist das. So, Ledetschko, da sind wir vorbei. Hoffentlich werden wir jetzt noch angehalten irgendwo von irgendwelchen Räubern oder irgendeinem Schwachsinn. Mal gucken. Oh, wir kommen aber ganz schön spät an da, wie man sieht. Was ist da? Hinterhalt. Wir versuchen zu fliehen. Misserfolg, okay. Noch einer? Tut mir leid, ich muss deinen Hund leider töten. Oh! Egal! Ja, ein Bogenschütze, warte mal. Oh Mann! Ich kann nichts sehen. Och Mann, ich konnte nichts sehen. Wie bescheuert ist das denn schon wieder, ey? Ganz ehrlich. So war das nicht gedacht. Was soll das denn immer? Oh, nervt das, echt. Das nervt doch. Den Bogenschützen, ich den vorher erwischt. Hätte ich wahrscheinlich eine Chance gehabt. Na gut, nochmal die ganze Kacke. Nochmal diese ganze blöde Wanderschaft. Die Überfälle sind schon ein bisschen nervig. So. Ja. Schnellreise. Was? Ja. Hoffen wir, dass diesmal kein Überfall ist. Das ist wirklich sehr nervig, muss ich zugeben. Also hat so ein bisschen was von diesem, weiß nicht, ob ihr euch früher noch dran erinnert, an Final Fantasy oder Pokémon da, dass man durch diese scheiß Gebüsche läuft und man will eigentlich nur zu einem bestimmten Punkt und zack, zack, 20.000 Angriffe. Gerade bei Final Fantasy war das echt ätzend. Also die alten Teile, ne? Bei den neuen, ja, da war es auch so, aber... Oh! Ist Erfolg, klar. Ein Attentäter, was? Das alte Weib setzte einen Attentäter auf mich an?
Dem tritt sich in den Arsch. Oh, das ist eine andere. Hau dich doch. Oh. Herrgott. Du wirst leiden. Hast du genug? So. Was mit dir? Genug. Tut mir leid. Ich bringe euch alle um. Schon mal, weil ihr mich hier überfallen wolltet, ihr Spastis. Hör schon auf. Billiger Wein, den wir mit edler Wein zu machen. Gegen den Happen hätte ich nichts einzuwenden. Katerbier, Trank des Baden und nochmal Wein. Okay, viel mehr hat er nicht. Guck, wie der liegt. Na, mal gefaltet, den Typen. Brandwein, das ist immer gut. Edler Wein war mit. Konservierungsmittel, Trank des Baden, Wein. So. Idioten. Das war echt überflüssig. War überflüssig, mich anzugreifen, wirklich. So. Und nochmal. Gut, dass es nicht die Kumanen waren wieder, nur diese beiden Wachköpfe. Aber trotzdem. Oh, jetzt ist auch noch Nacht. Wir können nicht mal nirgendwo schlafen. Wir müssen dann noch warten, obwohl wir können vielleicht auch nachts treffen, oder das weiß ich nicht. Wie kommen wir denn da am besten? Also es gibt ja echt nur die eine Brücke da eigentlich? Oder gibt es da oben auch noch eine Brücke? Es gibt echt nur diese eine Überquerung da, ne? Na gut. Lass uns mal hinlaufen. Ich hab mal wieder Hunger, wie Sau. Hier ist getrocknete Forelle. Getrocknetes Rehfleisch. Getrocknete Pilze. Schnaps. Trockenobst. Muss ich irgendwann mal wieder Essen kaufen? Ein bisschen Dörrfleisch nochmal. So. Oder ein bisschen helfen. Gehen wir nochmal hier rüber, über diese komische Überquerung, ne? Ach ja. Huch. Natürlich. Warum soll ich auch nicht runterfallen? Das andere wäre auch blöd gewesen. Wenn es geklappt hätte, so wie ich es will, ne? So. Ach, Mist. Ich wünschte, ich könnte schwimmen. Kannst du nicht, ne? Ja. Aber. Wie geht's jetzt hier weiter? Ah, komm, da kannst du rüber. Haben wir gerade eben auch gemacht. Und ich veräppeln? Bin doch gerade eben auch darüber gekommen, oder bin ich blöd? Nee, du brauchst hier nicht hinkommen, du Klotz am Bein. Jetzt häng ich hier echt fest. Mist, ich wünschte, ich könnte schwimmen, ja. Wie sind wir denn gerade eben darüber gekommen? War das nur Glück? Ja, jetzt stehst du hier, ne? Okay, dann müssen wir unten runter. Ich komme zu dir. Bisschen blöd. Was soll's? Kann ich runterreiten mit dir? Dreh dich mal, Pferdchen. Ja. So. Ja. Ja! Oh, das Pferd ist echt ein bisschen. Ja. Ja. Ich bin nicht der beste Reiter hier, wie man sieht. Das scheint der Ort zu sein, von dem Sie sprachen. Ich bin runtergefallen. Ein Naturbursche. Machen wir mal das Feuerchen an hier. Und warten, bis sie kommen. So, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben die Würfel, wir haben das, wir haben dies.
Versuchen wir jetzt unser Glück. Ja, nachts ist die Stimme auch viel besser hier, oder? Bin schon. Okay, am nächsten Tag kommen die. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh, haben wir ja schon alles gehört, ne? Cool. Teilweise überspringen. So. Glaubst du, ich würde sonst hier sitzen? Was weiß ich? Es ist getan. Hast du Beweise? Ich habe diese Würfel. Den hatte er bei sich. Ja, das war seiner. Was hast du mit der Leiche gemacht? Ich ließ sie zurück. Ich ließ sie zurück? Was hätte ich sonst tun sollen? Wenn sie seine Leiche finden, wie lange glaubst du, werden sie brauchen, um eins und eins zusammenzuzählen? Naja, ich hatte eh nicht vor, mich bis nach Rom hochzuarbeiten. Na gut, das ist sowieso bald einerlei. Was jetzt? Was jetzt? Herzlich willkommen! Solche wie dich brauchen wir. Und was müssen solche wie ich tun? Ich bin bloß der Presser und heuere die Leute an. Du kannst nun in unser Lager gehen. Dort erfährst du alles. Sehr gut. Willst du mir weismachen, du hättest unser Lager nicht gesehen? Hast wohl keine Augen im Kopf, was? Also, über Sasau gibt es einen Hügel mit einer verlassenen Feste. Nur ist sie jetzt nicht mehr verlassen. Dort ist unser Lager. Geh hin und melde dich bei einem Kerl namens Erek. Sag ihm, Kozlik schickt dich. Und werden sie mich einfach so reinlassen? Guter Punkt. Hätt's fast vergessen. Zeig den Kerl am Tor Pius Würfel. Das ist unser Erkennungszeichen. Das ist alles? Das ist alles. In Vranik erfährst du alles, was du wissen musst. Und spute dich. Ich habe das Gefühl, es braut sich etwas zusammen. Okay. Sehr gut, es wäre gut ohne Kampf hier weitergekommen. Gut. Gut, also wir haben zwei Chancen, was wir machen, oder zwei Bereiche, die wir abdecken können. Einmal den Herrn Ratzek Bescheid sagen oder und nach Arndt gehen. Das ist das Lager hier wahrscheinlich. Sollen wir uns das Lager erst angucken oder sollen wir erst den Ratzek Bescheid sagen? Ich würde fast sagen, wir machen erst das Lager und dann sagen wir Ratzek Bescheid. Macht, glaube ich, mehr Sinn, oder? Ab nach Sasau, los. Also es macht, glaube ich, mehr Sinn. Lager schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Falle entlang des Weges wollen wir meiden. Danke. Muss jetzt nicht noch kämpfen hier. So viel weiter müssen wir ja gar nicht, man sieht. Oder gehen wir hier hin? Fleisch, ob mager oder fett, alle Sorten. Lecker, mageres Fleisch ist gut, aber fett ist noch besser. Hallo, Pebbles. Ja, wir sind da längs. Halt. Wir müssen nach A, ne? Genau. Dreh dich mal ein bisschen, Pebbles. Wir suchen da hinten. Gibt es da vielleicht einen Weg? Mal gucken. Hochreiten? Ich weiß es nicht. Ja. Okay, einfach so hochreiten ist nicht, ne? Gibt es einen anderen Weg noch? Ja. Nee, das bringt nichts. Mal kurz auf die Karte gucken. Also einfach so hochreiten ist nicht drin. Aber es gibt da ja auf jeden Fall irgendwelche Wege. Doch, da gibt es einen schmalen Weg, sieht man da. So, versuch mal zu Fuß hochzukommen, wenn er aufstehen würde hier. Alter, steh doch einfach auf. Ich kann nicht mehr aufstehen, ich rutsche hier runter, glaube ich, gerade. So, wir gehen da längs.
Muss hier einen Geheimweg gehen? Geheimweg, aber es muss ja wohl einen Weg geben, wo man irgendwie hochkommen kann. Hier kommt man nicht einfach so hoch. Guck, ob es irgendeinen Weg drumherum gibt. Wahrscheinlich. Mist. Mal auf die Karte kurz gucken. Da sieht es nach dem Weg aus. Machen wir mal was auf. Ja, ja. Guck mal, Hörlitz. Versuchen wir mal da längs zu traben. Ja. Bleib mal stehen hier. Mal kurz gucken, ob es hier irgendwie. Man weiß wirklich nicht, wo man da hochkommt, ne? Sieht alles so ein bisschen merkwürdig aus. Wie kommt man denn da hoch? Da müssen wir ins Lager müssen wir noch kommen heute. Hoch, ne? Ist zu steil, ne? Genau, ist zu steil. Okay, was machen wir? Steigen wir ab. Echt, das ist echt blöd. Muss ich einmal komplett um diesen Berg rum? Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Aber es sieht so danach aus. Wahrscheinlich gehe ich auch in die falsche Richtung. Ich hätte wahrscheinlich einen anderen Weg nehmen sollen. Der wäre wahrscheinlich kürzer gewesen. Jetzt zu spät. Folgen wir den Fluss hier. Branecker Wälder haben wir jetzt entdeckt, okay. Pilze pflücken. Hier. Mal mit. Kommen wir jetzt da hoch irgendwie? Das schaut danach aus, oder? Also wenn wir erstmal hier oben sind, können wir auch wieder reiten, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Man weiß es nicht. Dann sind wir jetzt auf der Spitze von diesem blöden Berg. Und können bestimmt dieses Lager jetzt gleich entdecken. Und wir uns dann mal diesen Erik melden. Und dann ist alles gut. Glaube ich. Erik, der Schreckliche. Ich will durchlaufen. Yes. Die Wälder sehen auch am coolsten aus hier von dem Spiel, ne? Muss ich immer noch sagen. Ich will immer die Wälder, bin ich immer noch fasziniert von. Ah, guck mal. Wir haben uns ein bisschen verletzt. Uns ein bisschen bandagieren. Was habe ich denn da gemacht am Fuß? Keine Ahnung. Wir müssen auch mal irgendwann schlafen mal wieder. Hier ist zumindest schon mal ein Weg. Dann reiten wir nochmal dahin. Das wird wohl das Vor sein. Schnellreiseort haben wir auch entdeckt. Ja. Was ist es auch? Ach, noch betretene Festung. Okay.
könnte zum Abbruch einige Quests führen. Ist uns eigentlich ein bisschen egal, oder? Gibt ja schon so ein paar Nebenquests, die wir nicht mehr machen können, denn, aber dann ist es so. Trotzdem gehen wir da jetzt mal hin. Gehen wir mal rein. Bin gespannt. Was willst du? Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Ein Spiel gefällig? Zeig her. Ah, na gut. Willkommen in Vranik, Kamerad. Danke für die freundliche Begrüßung, Kamerad. Bei wem soll ich mich melden? Eric. Er sollte im Haus ganz oben sein. Sehr gut. Ein Kinderspiel. Nun sollte ich mich gut umsehen. Ja. Sollen wir uns einfach mal schlafen legen vorher? Wir sind auch so ein bisschen verletzt, ne? Na gut, wir können auch mal... Uiuiui. Das müssen die... Das muss der Staub hier im Lager sein. Waren. Wir haben auch nichts. Warum tun wir jetzt nichts? Was? Warum haut er mich? Komm und hol's dir! Ich hab doch gar nichts gemacht. Okay, warte mal. Ich darf wahrscheinlich nirgends reingucken. War natürlich dumm von mir. Machen wir nicht nochmal. Wir gehen direkt zu Eric. So. Ein Kinderspiel. Nun sollte ich mich gut umsehen. Was ist das denn? Warum ist es immer schwarz? Ja, also es gibt auf jeden Fall einige Leute hier, wie man sieht. Ich muss mal pissen. Ja, sind es viele. Alter, das ist ein ganzes Lager. Guck es mal an. Heieieiei. Nicht nur die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Nicht gut. Hier müssten die Kommandanten sein. Das Essen darf ich ja wohl, ne? Okay. Ob das Haus ist oder das Haus daneben. Wir gehen einmal rum, wo ich irgendwo reingehe. Das heißt dann, ich darf da nicht reingehen. Was ist das hier? Oder das hier? Da ist Eric. Was willst du? Koslik schickt mich. Ah, noch mehr Verstärkung. Du bist der aus dem Kloster? Ja, Herr. Du hast diesen Verräter wirklich getötet? Ja, Herr. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt. Kannst du mit einem Schwert umgehen? Ja, ich weiß, was ich tue. Stellen wir dich auf die Probe. Geh zu Vanjek, unserem Kampfmeister. Er wird schon herausfinden, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Geh einfach hügelabwärts bis zur Palisade. Sein Zelt liegt direkt beim Übungsplatz. Jawohl, Herr. Okay. Gut, wir wollen noch einen Kampfmeister. Aber den Kampf werden wir, glaube ich, erst beim nächsten Mal beginnen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich gehe schon mal da runter. Und ja, beim nächsten Mal machen wir direkt beim Kampfmeister weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.